dass mich das sure is lively ist. Around here. So many people. Don't let your guard down. A crowd just means more Hellions lurking about. Hey, son, how about these duds? Made from real silk. My old lady will swap me for it. But they're yours for just 860 gold. Was? Oh, is that cheap? Saray, behind him. Should we give it what for? And have everyone think you're attacking the street vendor? You want to tour the inside of a human jail cell? To everyone else, he looks just like an ordinary human. Oh, yeah. Hmm. Okay. Also sind die hier... Ich nenne es mal befallen. So, wir gehen mal... Okay, man hört auch was von dem Gewatsche sozusagen in der Nähe. Sieht man unten links angekommen. So, wir haben jetzt zwei Sterne. Der eine führt in Richtung Schloss. Ich denke mal, da geht es hauptsächlich weiter. Und dann hier in der Nebenstraße. And stay down! Can't even swing a fist right. That's different. Indeed. We'd best not get involved. Aww. Langweilig. Also hier ist auf jeden Fall sehr viel Gequatsche. Da wird wahrscheinlich die Hauptstory weitergehen. Wir sprechen noch mit denen hier. Understand now, child. No matter how tough things get, stealing is stealing. Shut up, old man. You smell like farts. Oh mein Gott. Was ein Rotzblank. Ja. So. Oh, wir haben einen neuen Stern gekriegt, den holen wir uns gleich. Huh? What the hell you want now? Whoa. What, you got a problem? Oh, hey, mister. You smell like you'd be mighty tasty. Hey, let's get out of here. Hmm. Okay. Jede Menge miese Charaktere hier. Wir gehen jetzt mal gehen. What's that? The sanctuary up ahead is supposed to house a sword protected by the Lady of the Lake. Wait, are you getting in line? No way! First we've got to make sure Alicia's safe. I'm sure we'll be back. Haha, eine Pflanze. Oh, und ein Stein. Ah. Deshalb ist die Aktionsstufe angegangen. Kraftpunkte. Du kannst dich von einem K.O. erholen, indem du einen Trank des Lebens trinkst, den Kampf gewinnst. Wenn du stärker bist, kannst du andere Möglichkeiten aufdecken, dich wiederzubringen. Zauber zum Beispiel. Mhm. So. Keine Pflanze mehr. Okay, wir gehen. Ah, großes Heiligtum. Der Heiligenkern. Toll, und ich hab die... Wow! No one told me the sanctuary would be this gorgeous. You can tell the shepherd myth is a big part of the culture here. Strange, though. There's no sense of blessing at all. Now that you mention it, we could always feel Gramps' blessing back in Elysia. Granted, Gramps is a particularly powerful seraph. But even so,
This town has a high concentration of malevolence. It's honestly making me a little sick. You gonna be okay? For now, at least. I'm starting to think it'd be a bad idea to stay too long, though. This place has even more Hellions than we imagined. They're wandering around right there in front of us, and yet we can't do a thing. I'm as frustrated as you are, but our hands are tied. We don't have the power of purification. Besides, there's a reason for the Hellion manifestations. They're feeding on the evil in people's hearts. And in such a pretty town. Probably part and parcel of life in human cities. Yeah, probably. Oh. Aber was ich jetzt hier nicht so ganz verstehe, warum ist das immer noch grün? Und warum kann ich nicht weitergehen? Okay. Wir. Das ist eine gelbe Person. Wir gehen mal einfach krass Richtung Schloss. Und wir dürfen einfach rein. Das finde ich schon besser dran. Finde ich schon unerwartet. Normalerweise muss man doch immer irgendwas tun, damit man reinkommt, wenn es schleichen ist. That dog. What's gotten into it? Oh. He's here. No mistake, that's the Fox Man. After him. Und so noch dem Hund hinterher. Der scheint in die richtige Richtung zu laufen. So Alicia really is the Foxman's target. Looks like it. He probably retreated for now because of the commotion. Hund, lauf doch nicht weg. Who would have thought that he would be this fast? The dog's still chasing him. We can't let him get away. Okay. Vielleicht sind wir soweit. Oh, hier ist der Kampf vorbei. Wo ist der Hund hin? Wo ist der Hund? Oh, geht nur hier runter. Ah, it's safe. Looks like he cornered it. Are you ready? Of course. Uiuiui, es wird dunkel. Edge. Das ist irgendwie plötzlich still. Your chicken hunting days are over, Fox. So, you're really that eager to die, are you? Ich werde versuchen, das nicht zu tun. Yeah, let's get him. Who's there? It's over. Take that. Yeah. Strike! Go! Try this! Be gone! No step! It's over! Meine Güte, kassiert er gut. Oh. Lunar strain! Ich seh mich nicht mehr. Ah. Ready? Fluent surge! Fluent surge! Try this! Strike! How's this? Be gone! No step! Fluent surge! Be gone! Lunar strain! No step! Try this! Okay. You like that? Strike! It won't end here! Hey, man! This is over!
It won't end here! This isn't over! It won't end here! Water! I can't lose! I won't lose! Ja, Apfelgummi klingt gut. Aua. Muss ihn noch aufhalten, bis er... Ja, ich hab keine Optionspunkte mehr. So, jetzt gibt's Breitseite. Edge. Dang, he's a lot stronger than I remember. When we fought him back in Elysia, he must have been weakened by Gramps' blessing. I'll burn you to cinders! Take that! Ouch. Hallo, wir hatten ihn kaputt gemacht. Nick Leo! Oh, I'm going to enjoy this. A fitting end for worms who dare to wriggle at a god. Ich glaube nicht, dass du ein Gott bist. Boss! No! I swear, I wasn't... Quiet. Who are you? We won't warn you again. Be silent. Okay. Have you forgotten our code, Lunar? You're all out of second chances. Understood? Go. The assassination order was a mistake. Princess Alicia will no longer be our target. You expect me to believe that? We have our honor. Stay. The princess's enemies are legion. For those who wish to remove her, assassination is but one option among many. You have bigger worries than who we are or what we do. I suggest you hurry to the pedestal. Where the sacred blade is kept. Why are you telling me this? Honor. So, I guess I should be thanking you for saving us. Hey, are you all right? What in the world? Looks like we were saved by an assassin's guild. By a what? They were after Alicia by mistake or something. They took that fox guy away with them. But more than that, it looks like Alicia's not out of danger yet. Looks like? What's going on? Hey, I don't get it any more than you do. Let's just hurry to that pedestal. Ja, wir tappen auch noch so ein bisschen im Dunkeln. Ein neues Arte erlernt. Okay. Wir haben da vorne erstmal noch, oder ich habe da auf jeden Fall so einen Stein gesehen. Und hier eine Truhe. Und hier ist noch so ein Steinchen. I can sense the ancient tongue. We're near one. Fortgeschrittene Techniken. Du solltest darauf achten, dass dein SK-Level immer schön hoch bleibt. Außer dann, wenn es nicht angebracht ist. Ja, also, tu es, aber tu es nicht. Toll, dankeschön. Wenn du glaubst, einen Feind besiegen zu können, solltest du beim Angriff alles geben. Wenn der Feind jedoch häufig angreift, musst du mehr abwehren. So erhältst du wiederum mehr Chancen, deine SK wiederherzustellen. Es gibt keine universelle Taktik. Sei beim Experimentieren anpassungsfähig und flexibel. Ja, ist nicht so ganz mein Ding. Draufhauen und so weiter ist eher mein Ding. Geradeaus draufhauen. Gutes Moment. Was haben wir denn jetzt? 2 Sterne. Wir nehmen erstmal den anderen Stern, weil wir sollen ja auf jeden Fall zum Schrein.
Der war ja da oben, also gehen wir jetzt erstmal hier rum. Was haben wir hier? No entry. If you want to check out the festival, go out front. What gives? You're letting him through. Well, that's because I'm festival staff. That's right. Authorized personnel only. Everyone else, move along. But it's urgent. Can't you do anything? Afraid not. Okay. I've no time for this. You got authorization or not? Oh! Ah, okay, wir können uns irgendwie... I can't be bothered with... Eine Autorisation. Do you need a hand? You look like you're in a bind. I bet you want to get at that pedestal now, don't you? Yes. Alicia could be... They don't need to know that. I mean, if you could help me out, it'd really make my day. Sure thing, but we'll need some cash. Cash? Yep. Remember the guard back there? He's not averse to a little grease on his palm, if you know what I mean. We can get you through. How much? Let's see. I think 1,000 gold ought to cover it. Okay. Change your mind? Well, think it over. It's no skin off our butts either way. Okay, das erklärt, warum wir vorhin das für 1000 Gold verkaufen konnten. Noch ein Trank des Lebens. Wir schauen jetzt erstmal nach vorne, aber vorne wird wahrscheinlich irgendwie sowas kommen wie... Ja, nee, das dauert zu lange. Ah, nicht so schnell. So. Geh mal immer zu dem Sternchen hier. We can't go any further. There's gotta be some way. Okay, genau das, was ich gesagt habe. Okay, alles klar. So, dann heißt das, wir gehen erstmal. Also es war eigentlich egal, ob wir das Schwert abgeben oder nicht. Wir müssen uns jetzt eh gleich abgeben. Und die hat uns übers Ohr gehauen. Mehr oder weniger. Denn wir haben das Schwert gekauft für 1000 Gold. Hätten wir es nicht verkauft, würden wir das Schwert jetzt abgeben für 1000 Gold. Weil es so viel wert ist. Oh Gott. Mann, sind die mies. Ich glaube nicht, dass es gut ist, das abzugeben. Aber, oder gut war, aber was soll's. So. Angespeichert immer richtig nach so einem Kampf, wie wir den vorhin hatten. Okay. Wir rennen wieder weiter. Wieder zurück zu den beiden und lassen uns mal für 1000 Gold helfen. Snack-Zubereitung, Obst, okay. Aha. Nein. Wie komme ich denn nochmal zum Menü? Steuerung. Weltkarte öffnen, kann man ein paar so bestätigen, Menü öffnen, eh. Haha! So, Artis Nucleo. Eieiei. Eisplünderer. Ein seraphisches Arte, das auf beiden Seiten des Ziels Eisklingen beschwert, um es mit einem gekreuzten Hieb zu zerschneiden. Ah.
Ausrüstung und Titel ändern. Ausrüstung, Fähigkeiten. Jedes Ausrüstungsstück hat 4 Fertigkeitsfelder, in die Fähigkeiten eingesetzt werden können. Aha. Die Fertigkeit im ersten Feld ist für jeden Gegenstand voreingestellt. Die Fertigkeiten in den anderen 3 Feldern werden gegebenenfalls festgelegt, wenn du den Gegenstand erwirbst. Du kannst prüfen, welche Fertigkeiten du ausgerüstet hast, indem du das Fertigkeitsblatt öffnest. Fertigkeitstypen. Auf dem Fertigkeitsblatt werden hauptsächlich 2 wesentliche Fertigkeitstypen aufgeführt. Die Grundfertigkeiten, die in den Fertigkeitsfeldern deiner Ausrüstung stehen, und Bonusfertigkeiten, die durch bestimmte Anordnungen von Grundfertigkeiten aktiviert werden. Okay. Es gibt 3 Methoden, die Bonusfertigkeiten zu aktivieren. Ach du Schande, hau mir doch nicht sofort alles um die Ohren. Kumulation, erstellt durch das Ausrüsten mehrerer Kopien der gleichen Grundfertigkeit. Die Anzahl gibt an, wie viele dieser Fertigkeiten ausgerüstet sind. Rüstet 2 oder mehr aus, um eine Bonusfertigkeit zu aktivieren. Okay. Elementbündel, erstellt durch das Ausrüsten von Fertigkeiten, die rechts oder links unmittelbar aneinander angrenzen. Reihe 2 oder mehr auf, um eine Bonusfertigkeit zu aktivieren. Fertigkeitsbündel, erstellt durch das Ausrüsten einer vertikalen Spalte von Fertigkeiten in einer Gruppe. Reihe alle 5 Fertigkeiten einer Gruppe auf, um eine Bonusfertigkeit zu aktivieren. Okay. Das ist völlig in Ordnung. Ach, verdammt.